Brauchtum und Almleben, der ganz besonderen Ort, dürfen wir heute auf der Platschenalm in den Nockbergen im Lungau erleben. Niedlich ist die Wanderung und für jeden leicht an der Geh. Nach circa einer Stunde erreicht man die Platschenalm. Ein Juwel auf fast 1900 Meter in den Lungauer Nockbergen. Die Hütte ist als Schutzhütte ausgewiesen und so steht für die Wanderer Sommer wie Winter ein Schlafplatzl zur Verfügung. Bewirtschaftet wird die Hütte von der Maria und dem Franz Kendelbacher. Die zwei Leiteln sind von Anfang Juni bis in den Oktober rein oben und kümmern sich dabei auch ganz lieb um die Wanderer. Ab und zu trifft man da oben auch Musikanten, die mit einem Birkenblattl und einer Harmonie was aufspielen. Du hast ja gesagt, jetzt werden wir mal probieren, wer bringt denn was raus. Dann sehen wir für die ganzen 35 Musikanten, sind da noch drei Gewinde, die überhaupt einen Ton ausgebracht haben. Und da bin ich dabei gewesen, weil nachher habe ich halt aber weiter probiert und nachher ist es halt gegangen, das ganze Spiel, nicht? Bekannt ist die Platschenalm wegen einem Schafeboot und der Holzknechtkram. In so einer Holzknechtkram haben früher die Holzknecht gelebt, gekocht und auch geschlafen. Ja, wir haben jetzt so ein bisschen überlegt, die Maria hat gesagt, unbedingt ein Schafeboot brauchen wir. Sie hat so gehört, dass sie freie Schafeboot haben gemacht, meine. Und ich habe gesagt, mein Wunsch ist aber gewesen, ein Holzknechtkram. So wie sie es früher gehabt haben, natürlich ein bisschen größer, dass ich sich ein bisschen bewegen kann. Und da haben wir die Schafeboot mit eingebaut. Wir nehmen ein Quellenwasser und das hat nur 3 Grad. Das rennt beim Brunnen, das haben wir da hinten und das rennt auch noch in die Schafeboot rein. Einige denken, die das Schafeboot ca. 2700 Liter. Dann hat sie es auf 38 bis 40 Grad, das ist die normale Körpertemperatur. Dazu kommt noch ein Kräuteraufguss. Da kommen verschiedene Kräuter zusammen, wird aufgekocht, das wird Tee. Und der Aufguss wird nachher natürlich reingeschüttet. Und dazu kommt noch, was ganz wichtig ist, ein Desinfektionsmittel. Das ist das Speisesoda, sagen wir, oder Kristallsoda, was ich früher zum Putzen haben gehabt. Das ist gut, das desinfiziert, ist gut für die Haut und gut fürs Holz. Es ist so wach, das Wasser, dass du viel kommt, wenn du es greifst, als wie Öl. Es wird ins Öl geworden. In der Sauna gibt's keine Gauna, da sind alle Menschen gleich. Und wenn es an dem Boot ganz warm wird, hüpft man einfach in einem Teich rein. Das ist gut für die Haut und auch für den Kreislauf. Und dass man nach so einem Boot auch einen Hunger kriegt, das ist selbstverständlich. Und für das hat die Maria allerhand parat. Bei dem Schafeboot-Cocktail, da hast du ja auch besonders drei. Ja. Wirkt ja so akrotisierend, oder? Ja, haben wir alle Farben beieinander, nicht? Da mache ich Hollerkacherl und das tue ich mit ein bisschen Lebensmittelfarbe, Weinfarben, ein paar verschiedene Farben. Rot, Blau, Gelb, Grün. Und das wirkt nachher gut. Ein bisschen Kräutlach rein, ein bisschen Pfefferminzen und Streuerl und ein bisschen Zucker rund auf. Und ganz geistlos? Ja, und das gibt es nur in Schafeboot. Nur der, der einsteigt ins Boot, das gibt es nur da. Das ist auch extra dazu. Und viel von unserer Jungrinderkoche, so Rindfleischschnitte, das gibt es gleich bei uns. Das ist ein Rezept von meiner Schwiegermutter. Kennt niemand, mag auch jeder. Verrate auch nicht, wann wir es auf können, das ausprobieren. Nie? Noch so gesehen. Und ja, Hühnersteiger Rammkoch. Jetzt haben sie so gleich beim Hühnerleiter noch. Jetzt haben wir Hühnersteiger, manche sagen Hühnerleiter. Nie? Das kommt bei uns auch ganz gut an. Ja. Ich mache es halt so einen normalen Kropfentag und dann halt ein paar extra halt rein. Ein bisschen Eierlikör, ein bisschen Ingwer und ein paar so Kleinigkeiten halt dazu, das, was einen besonderen Geschmack gibt. Und noch was haben wir da herum entdeckt. Ein paar Minuten vor der Hittenweg im Chor gibt es ein Platzl, von dem eine unglaubliche Kraft ausgeht. Ich muss sagen, es stimmt auch, aber ich habe auch schon Leute aufgeschickt, die einen sagen, es kribbelt die Hände aus, die anderen sagen, es steht die Haare auf ein bisschen da, oder es spürst einfach was. Es ist einfach Energie, was du aufnimmst, gell?
Und es ist auch bei uns, wenn Leute da sind, die gehen einfach gut heim. Also die sagen sie, ach, jetzt packen wir es wieder oder so. Das wird die Energie sein, die sie da aufnehmen wahrscheinlich. Ich brauche gleich 5 Minuten nach Hand. Dann sage ich, ja, passt schon wieder. Ist der Tag schon wieder gelaufen. Ja. Und wenn du einmal näher mal runterkommst, wirst du am nächsten Tag mit einem wunderschönen Sonnenaufgang belohnt.